Hallo, herzlich willkommen bei Andreas Thienbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe, bekannt auch als Mr. T. Heute nochmal zum Thema, habe ich schon auch, glaube ich, schon als Clip, gibt schon, aber es hat immer wieder nachgefragt, das ist das Thema richtiges Brusttraining. Grundsätzlich, ganz wichtig vornherein, wenn man eine neue Technik erlernt, muss man die Belastungsgewichte reduzieren. Es geht bei erlernter Technik nicht darum, wie viel Gewicht ich von A nach B bewege, sondern es geht darum, dass ich mit höchstmöglichem Anspruch an den Zielmuskel ein Gewicht von A nach B bewege. Nummer 1. Nummer 2. Ihr kennt es selber, es gibt ja viele, die haben einfach diese typische Brustschwäche. Da ist kein Brustmuskel vorhanden, ihr drückt teilweise bis zu 120 Kilo auf der Bank, aber es ist nach wie vor immer noch eine Hühnerbrust. Da ist nichts zu sehen, zum Teil auch solche Schultern, ein Mordstrizep, aber die Tittchen sind einfach zu klein. Woran könnte das liegen? Ganz einfach. Und zwar, jetzt geht es ein bisschen in Anatomie. So, wenn ihr jetzt mal aufrecht hinsteht, ja, stellt mal ganz aufrecht hin. So, und jetzt habt ihr natürlich hier die Brustmuskeln. Hier innen ist einmal der Ursprung der Muskelfaser und nach außen geht der Ansatz. Die Brustmuskelfasern laufen so leicht schräg nach außen. So, jetzt mache ich zum Beispiel einfach mal Folgendes, was ja viele machen. Ich möchte Bankdrücken, weil Bankdrücken hat es ja geheißen, da baue ich eine Riesenbrust auf, also muss ich Bankdrücken machen. Und natürlich auch Bankdrücken mit ganz großem Gewicht. Ich gehe davon aus, dass die Handstellung stimmt, dass die Ellbogenstellung stimmt. So, und da wird natürlich das Gewicht rausgeholt, runtergelassen und wieder rausgedrückt. Auch wenn die Technik stimmt, ohne Umkehrschwung zu arbeiten, alles wunderbar. Aber jetzt Folgendes, bitte gut zuhören. So, jetzt mache ich einmal das Bankdrücken, wo es hauptsächlich darum geht, ein großes Gewicht zu bewegen. So, da wird Schultergelenk nach vorne geschoben und es wird gedrückt. Jetzt hört man das Geräusch. Hört ihr das Geräusch? Brustmuskel, relativ wenig Spannung. Warum? Erkläre ich euch gleich. Jetzt kommt das Nächste. Jetzt mache ich, technisch gesehen, alles richtig, Ellbogen genau in der Last, habe natürlich auch entsprechend ohne Umkehrschwung gearbeitet, gehe runter, Schulterblätter ganz schließen, Schulterblätter eng, Schulterblätter nach unten. Und jetzt, genau zuhören, hört ihr das Geräusch? Da ist Brustmuskelspannung drauf. Und zwar richtig Brustmuskelspannung. Was habe ich geändert? Ich habe nur die Schultergelenksstellung verändert. Und sonst habe ich gar nichts gemacht. Und schon habe ich eine Vorspannung auf der Brustmuskelfaser. Und ich habe dann beim Drücken, wenn die Schulterblätter zusammenbleiben und unten bleiben, einen längeren Kontraktionsweg. Und genau das ist das Geheimnis beim Bankdrücken, ob es richtig gemacht wird und ob auch der Zielmuskel maximal belastet oder nicht. Wenn ich es falsch mache, das heißt, ich schiebe die Schulter nach vorne, das ist das, was passiert, wenn man mit zu großen Gewichten arbeitet. Wenn man Hauptsache dran denkt, hauptsächlich bekomme ich Gewicht von A nach B, dann kann ich das nicht sauber strukturieren. Was passiert? Schultergelenk nach vorne, Brustmuskelfaser ist nicht mehr unter Spannung. Wo habe ich meine Spannung? Auf der Schultermuskulatur. Und genau deswegen läuft es bei vielen falsch, weil das wird nicht berücksichtigt. Deswegen gibt es auch viele Sportler, die haben extrem ausgeprägte Deltas, vor allem extrem ausgeprägte Deltas noch zu vorne, noch dazu, und haben aber im Verhältnis eine relativ schwache Brustmuskulatur. Deswegen mein Tipp, macht es richtig, Brustwirbelsäule anheben, Schulterblätter schließen und jetzt unten anfangen, raus, und Brustmuskelspannung halten. Achtung, hör zu. So ist noch spannend. Jetzt mache ich nur eine Änderung im Schultergelenk. Keine Brustmuskelspannung mehr da. Da kann ich anspannen, wie ich will. Es ist die Brustmuskelspannung nicht da. Es liegt auf der Schulter und auf dem Trizeps. Und schon habt ihr eine Riesenchance verpasst, eine ordentliche Brustmuskulatur aufzubauen. Wer hupen möchte, wer große Titten haben möchte, der muss richtig trainieren. Und zwar Technik vor Last. Und genau das ist der Unterschied. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Das war schon Andreas Thienbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe, zum Thema, wie trainiere ich meine Brust richtig.